Mal ganz schnell zur Zinsrechnung. Die ist eigentlich nichts weiter als eine typische Prozentrechnung, also nichts Besonderes. Die grundsätzliche Formel für Prozentrechnung ist ja Grundwert mal Prozentsatz durch 100 ist Prozentwert. Also was ist es wert, was dann bei der Rechnung hier herauskommt? Die Zinsrechnung, die verwendet die gleiche Formel, bloß andere Buchstaben, andere Variablen. Ich sage also das Kapital, was ich zur Verfügung habe, mal den Zinssatz und das durch 100 ist gleich die Zinsen. Was sind die dann wert? Was kommt dabei raus? Nur mal schnell ein Beispiel. Wenn ich 4000 Euro zur Bank bringe und tatsächlich noch 0,8% Zinsen bekomme, hier schreibt man kein, noch mal ganz schnell, 0,8%. Das schreibt man als 0,8 und Prozent heißt Hundertstel. Das sind also 0,8 Hundertstel. Nanu, was mache ich denn jetzt? 0,8 als Kommazahl auf dem Bruchstrich geht ganz leicht, zeige ich gleich. Ich habe das Beispiel mal ganz kurz vorbereitet, damit ich nicht nochmal schreiben muss. Also, meine 4000 Euro lege ich an zu 0,8% und möchte dann herausbekommen, wie viel kriege ich dann am Jahresende, also nach einem Jahr gilt das. Naja, hier habe ich folgenden Trick angewendet. Hier in diesem Fall habe ich ganz einfach erweitert. Um die Kommazahl wegzukriegen, habe ich hier mal 100 mal 10 genommen. Na. Und hier unten natürlich auch. Erweitern heißt oben und unten das gleiche tun. Und automatisch, wenn ich, hier ist ja nur eine Stelle, also musste ich nur mal 10 nehmen. Das muss ich, wie gesagt, aber unten auch. Ne? Das ist echtes Erweitern. Und dann habe ich schon überhaupt keine Brüche mehr drin. Wie es jetzt weitergeht, ist einfach. Ich kann sagen, warte mal. Eigentlich könnte ich ja den Bruchstrich auch, weil das ja 4000 Euro Eintel heißt, ne, das schreibt man allerdings nicht hin, dieses Eintel, kann ich ja den Bruchstrich auch praktisch gemeinsam machen. Und jetzt kann ich in aller Ruhe, sehe ich auch, kann ich in aller Ruhe kürzen. Und zwar durch 1000, denn die beiden gehen durch 1000, hier ist eine 1 und hier durch 1000 ist eine 4 übrig. Und jetzt brauche ich bloß noch auszurechnen und dann sage ich, naja, 4 mal 8 ist 32 und nicht vergessen, das Euro. Und das ist das, was ich habe. Ist doch leicht, ne? Ich werde jetzt hier gleich noch Links angefügt haben, sodass ihr dann ein konkretes Beispiel seht, wie man das auch umgekehrt machen kann. Also wenn ich zum Beispiel den Zinssatz nicht weiß und so weiter und so fort. Oder wie man überhaupt zur Prozentrechnung kommt. Also Zinsrechnung ist nichts weiter als Prozentrechnung. Bloß eben, was heißt es diesmal? Kapital und Zinssatz statt Grundwert. Und Prozentsatz. So, jetzt habe ich genug geredet. Müsste reichen. Ich wünsche euch viel Freude beim Verstehen.